Hallo, liebe Ninjas, wie ihr alle mitbekommen habt, ist eines der größten und meist erwarteten Spiele letzte Woche gestartet. Ja, Elden Ring, aber ich meine Tarsland. Falls ihr das verpasst habt und euch jetzt ärgert, braucht ihr euch nicht zu sorgen. Denn es war kein Full Release. Wir erhalten jetzt jeden Tag neue Features, bis es kommendes Wochenende voll zur Verfügung steht. Ihr habt also noch jede Menge Zeit, um aufzuholen. Und natürlich wollt ihr auch wissen, welche Klasse nun die beste ist. Und welche zu euch am besten passt. Hier kommen die Antworten. Ich werde euch zwei Tierlisten in diesem Video zeigen. Eine PvE und natürlich auch eine PvP-Tierlist. Starten tun wir mit der PvE-Tierlist und als erstes schnappen wir uns direkt alle Heilerklassen. Angefangen mit dem Barden. Für mich ein klares S-Tier. Durch seine hohen AOE-Heals und vor allem seine sehr starken Schadensbuffs für die Gruppe ist er ein Must-Pick im allen PvE-Content. Dicht gefolgt vom Priester auf dem E-Tier. Der Priester ist eigentlich gleich auf mit dem Barden, hat allerdings nicht den Damage-Buff und ist somit nur im A-Tier. Und zu guter Letzt haben wir den Phantom-Totenbeschwörer. Er hat den besten Single-Target-Tier. Das reicht aber nicht für ein gutes Ranking in einer PvE-Tierlist. Aus diesem Grund leider nur B-Tierle. Eins sei allerdings erwähnt. Alle Klassen, vor allem Heals und auch Tanks, sind immer viable im PvE. Und schlechte Optionen gibt es nicht. Was auch viable ist, ist ein Abo auf diesem Kanal. Damit seid ihr nicht nur immer auf den Laufenden, sondern helft auch mir dabei, mein Ziel von 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. Kommen wir nun zu den Tanks. Angefangen mit dem Paladin. Neben seiner Hauptfunktion als Tank versorgt er uns auch noch zusätzlich mit nützlichen Buffs und landet somit definitiv im S-Tier. Der Barbar kann neben den Tanken auch Gegner verlangsamen und verfügt über einen sehr guten AOE-Schaden und einen sehr guten Self-Heal und landet somit im A-Tier. Der Krieger tankt sich einfach nur durch und hilft uns im PvE nicht sonderlich weiter. Natürlich ist er immer noch als Tank sehr zu gebrauchen und landet im B-Tier. Wie ich vorher nämlich schon erwähnt habe, sind alle Healer und vor allen Dingen auch alle Tanks viable. Im DPS-Bereich zählt ausschließlich Single-Target-Schaden. Auch wenn spätere Raids AOE-Schaden benötigen, ist dieser nicht maßgeblich. Zudem greife ich auch hier auf die CN-Meter zurück und meiner EU-Erfahrung. Und da kann ich die Liste eigentlich ganz kurz machen. Der Waldläufer landet im S-Tier. Sie hat einen extrem hohen Schaden, sehr gute Mobilität und nutzt neben ihren Begleitern noch Pfeil und Bogen und ist somit eine Fernkämpferin. Definitives S-Tier. Gefolgt vom Schattenschwertkämpfer, den ich ab sofort nur noch Schurke nenne. Der Schurke hat mit seinen Giftdots in langen Bosskämpfen ebenfalls ein extrem hohes Schadenpotenzial. Allerdings ist der Skillgap wesentlich höher als bei anderen Klassen. Aus diesem Grund und weil er in den Nahkampf muss, landet er nur im E-Tier. Dann haben wir noch den Magier. Eis ist aktuell noch stärker als Feuer, aber Feuer wird im Endgame-PvE-Bereich aufholen und auch vorbeiziehen. Das Schadenspotenzial ist nicht so hoch wie bei den vorhergehenden Klassen und somit landet der Mage nur im E-Tier-Bereich. Nur damit ich es erwähnt habe, vom reinen Schaden müssen wir jetzt Krieger und Barbar ins B-Tier packen, wenn nicht sogar ins C-Tier. Und alle anderen Klassen ins D-Tier, die fallen leider komplett hinten runter. Eure Hauptaufgabe mit den Klassen wird es weiterhin sein, zu tanken oder zu heilen. Denn als Schadensdealer könnt ihr leider nicht mithalten. Kommen wir nun fix zur PvP-Tierlist. Hier gehe ich jetzt etwas schneller durch, denn ihr wisst jetzt schon, was die Klassen gut können und was nicht. Barde und auch der Priester sind im E-Tier. Healer kann man schließlich nie genug haben, aber um den gegnerischen Fokusfeuer aufzuhalten, benötigt man den besten Single-Target-Heiler und dieser kommt vom Totenbeschwörer, der hier im S-Tier landet. Der Barbar landet aufgrund seiner Kontrollverlustfähigkeiten im E-Tier. Gefolgt vom Krieger, der landet ebenfalls im A-Tier. Aufgrund seiner Lockdown-Mechaniken ist er ein extrem nerviger Gegner, der in der gegnerischen Backline für jede Menge Unruhe sorgen kann.
Der Paladin rutscht im PvP ins D-Tier, denn leider hat er neben seiner Überlebensfähigkeit nicht viel zu bieten, was nicht andere Klassen sogar besser können. Waldläuferin ist aufgrund ihres hohen Schadens und sehr guten Mobilität im A-Tier. Aktuell landet der Schurke ebenfalls im A-Tier. Hat aber Potenzial nach oben, ich würde ihn ins S-Tier packen, aber in Zergs ist er leider nicht so effektiv. Und einsam an der Spitze ist aktuell der Mage, speziell der Frostmage, denn seine Slows und sein hoher Burstschaden ist derzeit ungeschlagen. Ein klares S-Tier. Aber hier kann ich schon sagen, dass es nicht ewig so bleibt. Allerdings wird der Mage immer eine wichtige Rolle im PvP bleiben. Habt ihr den Tarzan-Start komplett verschlafen oder seid ihr schon mittendrin? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich bin Nijay and don't forget, we are the Shadow.